Und wie kann man aus einer Zwiebel noch was Geileres rausmachen? Klar, indem du die Zwiebel mit Hackfleisch füllst und mit Käse ummantelst. Käse, Zwiebel, Hackfleisch, Spieße. Geiler geht's schon gar nicht mehr. Und jetzt würde ich sagen, dranbleiben. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Wenn du diese Spieße nachmachen willst, musst du natürlich einfach unser Video folgen. Am besten erstmal einen Daumen hoch geben, einen Kommentar unten lassen. Und jetzt genau folgen, was wir hier mit unseren Hack und unseren Zwiebeln machen. Ist total einfach. Was brauchen wir? Wir brauchen 2 große Metzgerzwiebeln. Dann brauchen wir ein bisschen Oregano. Hier haben wir ein bisschen Pesto drin. Dann brauchen wir 2 große Spieße. Natürlich Hackfleisch und Mozzarella. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr brauchen wir gar nicht. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Und bevor wir anfangen zum Schnippeln, machen wir hier unseren Grill warm oder Grill heiß sogar. Den fahren wir auf volle Pulle einmal hoch, dass er aufheizen kann. Und in der Zwischenzeit werden wir jetzt hier unsere erste Sache machen. Wir brauchen ein scharfes Messer. Ist nicht mehr ganz so scharf. Das heißt, wir schärfen unser Messer hier einmal ganz kurz durch mit unserem coolen Tormek T1. In Black Edition gibt es in Silber, in Schwarz, wie auch immer. Also einfach mal da durch und dann ziehen wir unser Messer 3, 4, 5 Mal durch von jeder Seite. Das geht total einfach, total schnell. Da muss man nicht viel können. Wenn du das Messerschleifvideo sehen willst, wie wir den Tormek ausprobieren, hier oben ist für dich verlinkt. Wirklich tolles Gerät, kostet ein paar Euro, ja, aber es kauft man sich auch nur ein einziges Mal. So, eine Seite ist geschärft. Jetzt drehen wir den Tormek einmal um und schärfen den von der anderen Seite auch noch. Kleine Messer, große Messer, funktioniert alles. Und da hast du noch einen Riemen dabei. Einmal mal das Messer mal abziehen von beiden Seiten. Dann ist der Grat auch wirklich weg. Einmal mal schön rüberziehen von beiden Seiten. Erste Seite. Zweite Seite. Und dann hast du auch schon wieder ein richtig scharfes Messer. Das machen wir jetzt schnell sauber und dann geht's los. Gut, jetzt haben wir ein scharfes Messer und jetzt nehmen wir hier unsere geschälten Zwiebeln. Wir haben 2 so Metzgerzwiebeln, Fleischerzwiebeln, große Zwiebeln halt einfach. Und die schneiden wir jetzt. Also die haben wir jetzt einmal hier gepellt, vorsichtig. Und jetzt müssen wir ein bisschen dickere Scheiben schneiden. Und zwar ungefähr, wie dick ist es? Ich weiß es nicht. Halber Zentimeter, Zentimeter irgendwie so. Also jedenfalls dickere Scheiben. Dann schneiden wir einfach mal runter, was die Zwiebel so hergibt. Und da müssen wir jetzt ganz vorsichtig die Zwiebelringe einfach voneinander trennen. Also fangen wir in der Mitte halt an und drücken die einfach so ein bisschen vorsichtig raus. Ohne, dass er kaputt geht. Also jetzt machst du einfach aus deinen Zwiebeln so ein paar Ringe. Wir sind uns jetzt gerade ein bisschen uneinig hier, wie dick die so wirklich sein sollen und werden sollen. Wie auch immer, guck. Aber das Endstück ist ja eigentlich super, weil das können wir gut miteinander füllen. Okay, unsere Zwiebel haben wir geschnitten. Wir haben die von den Zwiebelringen befreit. Wenn die doch ein bisschen dünner ist, also nach außen wird die ja immer ein bisschen dünner, die Zwiebel, dann nimmst du einfach so 2 Zwiebelringe zusammen. Dann hat das ein bisschen mehr Stabilität. Hat Manu jetzt gerade gesagt, hat er recht, muss ich zugeben. Vielen Dank für den Tipp. Ja, du hast recht. Einmal kann man ihn mal loben. Gar kein Problem. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt hier einmal unser Hackfleisch und das würzen wir jetzt einmal ein bisschen mit dem Oregano direkt. Also da machen wir jetzt gar nicht Salz, Pfeffer rein, sondern einfach nur Oregano oder Oregano. Manche sagen ja unbedingt Oregano muss es heißen. Wir sagen Oregano. Im Prinzip völlig wurscht, weil die sind so ein bisschen italienisch angehaucht. Hackfleisch, Zwiebel, Pesto. Typisch italienisch, noch italienischer wird es, wenn Mozzarella dazu kommt. So sieht's aus. Also, das mischen wir jetzt hier einmal durch, schön homogen. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt füllen wir hier einfach unsere Zwiebelringe. Guck mal, ganz einfach. Einfach reinstopfen und gut ist, bis sie voll sind. Bis es oben gerade so gut abschließt. Und das machst du mit allen. Nun haben wir alle gefüllt. So sehen sie von unten aus, so von oben. Eigentlich relativ einfach. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Wir müssen jetzt die ganzen Zwiebelringe quasi so quer auf unsere Spieße aufspießen. So rum. Also versuchst du das wirklich mittig einmal so durch zum Schieben. Ein bisschen aufpassen. Und geht aber. Mehr oder weniger. So, und das machst du jetzt einfach mit allen.
So, das war ein bisschen schwierige Geburt. Also grundsätzlich musst du ein bisschen vorsichtiger sein. Also wenn du jetzt kleinere Spieße hättest oder wenn wir kleinere Spieße hätten, würde es auch besser funktionieren. Die sind jetzt relativ breit, da muss man aufpassen, dass die nicht reißen. Grundsätzlich geht's aber, funktioniert. Genau, also aufspießen, die Hackfleischdinger oben drauf. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir unsere Hackfleischspieße und unsere Zwiebelhackfleischspieße und legen die auf den Grill. Drehen wir jetzt einfach mal die Temperatur komplett auf niedrig und dann legen wir unsere Spieße direkt auf den Grill. Müssen wir jetzt noch machen. Wir haben jetzt hier Pesto und dann haben wir einen kleinen Löffel und dann bestreichen wir unser Hackfleisch oben einfach nochmal mit ein bisschen Pesto. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also da wollen wir natürlich schon ein bisschen Geschmack halt dran haben. Also einfach ein bisschen Pesto oben drauf. Also im Schweiße meines Angesichts und meines heißen Arms haben wir jetzt unser Pesto auf unsere Zwiebel-Hackfleisch-Spieße gemacht. Jetzt machen wir eine Decke zu und jetzt warten wir 8 bis 10 Minuten und dann denke ich mir, sollten unsere Spieße fast fertig sein. Was wir dann noch machen, zeige ich dir gleich. 10 Minuten haben wir um. Wir haben jetzt wirklich 10 Minuten gewartet bei mittlerer Hitze und jetzt machen wir den Grill auf. Was fehlt noch? Mozzarella. Natürlich, jetzt machen wir jetzt einfach überall nochmal ein kleines Pfützelchen Mozzarella drauf, der dann schön verlaufen kann. Und dann sind wir eigentlich schon auf der Zielgeraden. Nochmal Deckel zu. Und jetzt warten wir nochmal 1, 2 Minuten, ist der Käse verlaufen. Jetzt kommen wir auf, kommt, Gut. 2 Minuten sind um. Und jetzt würde ich sagen, ist der Manuel da. Jetzt machen wir hier den Deckel auf. Guck dir mal an. Der Käse ist verlaufen. So soll es aussehen. Jetzt schalten wir hier unseren Grill ab und nehmen unsere Spieße runter. Aber was braucht man dafür? Richtig, Handschuhe braucht man dafür, weil es, glaube ich, heiß. So ein Grill ist heiß und so ein Spieß aus Metall, der da drauf liegt, ist genauso heiß. Ja, da ist leider der Zwiebelring kaputt gegangen. Aber okay, so ein bisschen Schwund ist immer, sage ich mal, ist ja nicht ganz so schlimm. So, wenn du das ganze Video nachmachen willst, kannst du es gerne tun. Auf mgbarbecue.de steht es für dich nochmal, haben wir es verschriftet. Kannst du es genau nochmal so nachlesen und danach machen. Und sogar als PDF downloadbar, abspeicherbar, ausdruckbar, wie auch immer, wie du willst. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir noch ein paar coole Fotos und dann steht der Manuel gleich neben mir und dann wird geschmatzt. Hast du mir irgendwas zum Halten oder so? Nee, hast du nicht, gell? Hände? Ja, außer Hände. Ich finde Hände ist eine coole Erfindung eigentlich, so. Und warum spießen wir das auf? Wir hätten doch eigentlich Ringe machen können und einfach drauflegen. Nee, weil ich das am Spieß geiler fand. Okay. Das ist nämlich eine spießige Gesellschaft hier. Okay. Also von daher fand ich das schon cooler. Okay. Also, würde ich sagen. Ich nehme das Kleine, ist nicht so heiß. Schön, Zwiebelring hier. Gut. Schön. Mein Mund ist voll. Pesto ist geil. Geile Geschichte. Aber. Einfach lecker. Geil. Geil. Total einfach. 4 Zutaten oder eigentlich 5 Zutaten und dann hast du schon. Oregano, Hackfleisch, Zwiebel. Pesto, Mozzarella. Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, dann wollen wir uns mega drüber freuen. Mach nicht nur sowas, sondern auch viele, viele geile Sachen. Komplett einmal querbeet, Outdoor-Cooking und Barbecue. Da oben steht's, völlig versteckt, in der Jungle. Liken, kommentieren und abonnieren. Wir machen immer 2 Videos pro Woche. Immer Mittwoch um 16 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Und zwar folgst du uns wieder, wenn es wieder heißt, Barbecue. Danke, dass du nochmal einsteigst. Ja, Entschuldigung. Aber das ist gut.